Ich möchte in meiner Begrüßung ein Gedicht Ingeborg Bachmanns voranstellen. Alle Tage. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung, der armselige Stern, der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. Die Auszeichnung, die in dem Gedicht Bachmanns verliehen wird, der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen, man könnte das Angebot der ersten Strophe eindimensional oder gar einäugig pazifistisch verstehen. Liest man es allein anhand des oft zitierten Appells der dritten und letzten Strophe, in der es heißt, diese Auszeichnung würde verliehen für die Flucht vor den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls. In Wirklichkeit sind Bachmanns Zeilen ebenso unerhört wie unheimlich hellsichtig. Der Krieg, mit dem Ingeborg Bachmann ihr Gedicht beginnt, welcher Krieg ist das? Alle Tage wurde im November 1952 erst veröffentlicht. Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Kein Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das tut, als wäre der Krieg ein eigener Ort neben dem Alltag, den man einfach verlassen oder auch nur links liegen lassen könnte. Doch Krieg ist nie ein eigener Ort. Er herrscht stattdessen dort, wo davor noch Alltag war. Der Krieg übernimmt ihn. Wie der Krieg, den niemand bemerkte oder bemerken wollte, der mit der Annexion der Krim und den Kriegsfronten im Osten der Ukraine seit 2014 herrscht. Ein Krieg, der womöglich auch deshalb so unbemerkt herrschte, da ein anderer nie aufhörte, wie Ingeborg Bachmann bereits 1952 überall dort und alle Tage nur zu genau sah, wo es die meisten übersahen. Bis heute. Denn das Unerhörte ist nicht bloß im Kalten Krieg alltäglich geworden, es hat auch danach kein Ende gefunden. Keinen Frieden einer Nachkriegsordnung, die probate Mittel des Eingreifens, der Abschreckung und einer Solidarität zur Hand hätte, die einen derartigen Überfall entweder nicht zuließe oder ihm in aller Konsequenz entgegentrete. Literatur, die diesen Namen verdient, weil sie es ernst nimmt mit der Wirklichkeit, entgeht gerade das Alltägliche nie. Sie sieht das Unerhörte darin, das für die meisten anderen Unsichtbare. Mit der Frage, warum das so ist und wie das geht, möchte ich mit Mariana Gabunenko die Begrüßung der beiden Autorinnengäste dieses Abends beginnen. Denn Literatur, so darf man mit Blick auf ihre Arbeit sagen, sieht die Welt immer von einer anderen Seite an. Sie ist eine Geheimsprache, deren erstes Geheimnis die Perspektive ist. Mariana Gabunenko hat große Preise dafür erhalten. Sie stammt aus Odessa, schreibt auf Deutsch und ist heute Abend bei uns zu Gast. Begrüßen wir Sie mit einem schönen großen Applaus. Danke fürs Kommen. Das Journal des Scheiterns ist so aufgebaut, dass wir den Gästen, es sind jeweils zwei Gäste, immer so als Hall- oder Referenzrahmen Texte geben. Den einen hat Martin erwähnt, der zweite ist das Gedicht Grodeck von Georg Trakl.
Ich möchte lesen Sie es, es ist relativ kurz, Sie finden es überall, wenn Sie es im Internet eingeben. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil das Grodeck als Ort im Roman Blauwald der Erinnerung von Tanja Maljatschuk vorkommt, über den ich später noch kurz reden möchte. Es war eine wichtige Schlacht 1914, es war eigentlich die Schlacht, die dazu geführt hat, dass das Habsburgerreich, die K&K-Armee, die Westukraine, also Galizien, verloren hat. Sie haben andere Schlachten gewonnen, die Schlacht haben sie verloren, war relativ entscheidend. Trakl war damals dort, als Sanitäter hat er gedient. Dieses Erlebnis, das, was er dort gesehen und erlebt hat, hat sein Leben nachhaltig verändert und auch geprägt. Der Ort ist eine Art Signalort, weil man dort die wechselnden Geschichten oder die wechselnde Geschichte in der Ukraine sieht. Also einerseits eben zuerst das Habsburgerreich, es war immer Polen, es war immer Russland. Dann kam der stalinistische Terror. Dann im Zweiten Weltkrieg haben die Nazi-Armee, die jüdische Bevölkerung ausgerottet, umgebracht hat. Dann kam wieder die Sowjetunion. Also es ist eine Metapher für einen Raum, für ein Land, das immer in diesen zerrissen war zwischen diesen verschiedenen Mächten und um Luft gekämpft hat und um auch eine eigene Nation und Identität. 2019 dann ihr großer Roman Blauwald der Erinnerung. Es geht darin um eine lebens- und liebesversehrte, von Panikattacken gebeutelte Frau, deren Geschichte mit dem Schicksal und dem Leben einer historischen Figur quergeschnitten wird. Diese Figur heißt Wjatschlaw Lipinski. Der ist genau 100 Jahre vor der Erzählerin geboren. Das war auch in der Westukraine, stammt aus einem polnischen Adelsgeschlecht und hat aber dann ein Leben lang für die Freiheit und für die Nationenbildung, quasi für die Unabhängigkeit der Ukraine gekämpft. Er saß ein bisschen zwischen den Stühlen. Für die Polen war er ein Verräter. Die Ukrainer taten sich zum Teil schwer mit ihm, weil er aus einem ukrainischen Geschlecht stammte. Er war Historiker, er war Soziologe, er war Philosoph und hat extrem viel publiziert. Es gab dann nach 1918 ein kurzes Zeitfenster auf, wo diese Unabhängigkeit der Ukraine fast schon Fakt schien. In der Zeit ging ganz kurz, nur ein paar Monate, in der Zeit ging dieser Lipinski nach Wien als Botschafter. Eigentlich war er der erste Botschafter einer unabhängigen Ukraine. Das Ganze scheiterte dann und Lipinski ist völlig verarmt und desillusioniert, nachdem er einige Male hier in Reichenau auf Kur war, in Pernitz, gestorben. Er und sein Traum leben in diesem Roman weiter, heute erst recht. Begrüßen Sie bitte Tanja Maljatschuk. Frau Gaponenko hat einmal gesagt, man kann gar nicht früh genug scheitern in einem Interview. Es geht auch in ihrem vorletzten Buch in einem großen Teil um Scheitern und eigentlich auch bei Ihnen, Frau Maljatschuk, es ist die im Blauwald Erinnerung geht es um das Scheitern der Liebe, es geht um Scheitern der Träume, es geht um Scheitern einer Lebenstüchtigkeit und es geht um ein Scheitern in der Geschichte. Also wir vermuten, dass Sie durchaus eine Affinität, Sie beide, zu diesem Thema Scheitern haben. Ich glaube, das ist das Schönste, das man machen kann in seinem Leben, scheitern, nicht? Ich mag die Geschichten der Helden und derjenigen, die den gewinnen nicht. Das Scheitern in sich hat so eine Tiefe, so eine Symbolik auch, Nostalgie sogar ein bisschen. Das Scheitern ist das, was wir alle auf dieser Erde eigentlich machen. Im Endeffekt scheitern wir ja alle, indem wir sterben. Und Frau Gaponenko, man kann es nicht zu früh tun, also nicht das Sterben, das Scheitern. Ja, das gehört leider zum Leben dazu. Es ist keine schöne Erfahrung, die man macht, aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen dafür, dass man frei ist. Also ein multiples Scheitern spricht für eine freie Persönlichkeit, die ihr Leben in der Hand hat und die es versucht hat auf jeden Fall, die bittere Früchte geerntet hat, aber trotzdem immer noch die Hoffnung auf so eine süße, schöne Birne hat. Und ich glaube,
Es fängt sehr früh an, das stimmt. Und leider sind es die Eltern oder die bedeutenden Persönlichkeiten in unserem Leben, die uns unbewusst zum Großteil zum Scheitern animieren oder programmieren, indem sie aus falsch verstandener Liebe und Fürsorge und sagen, tu das nicht, fass das nicht an, lauf nicht so weit weg, kletter nicht auf den Baum und solche Sachen. Also es ist wichtig, dass man sich loslöst mit Selbstreflexion früh genug von dieser App, also dass man sie löscht deaktiviert auf jeden Fall. Tu das nicht. Das könnte man wahrscheinlich auch übersetzen, indem man sagt, werd nur keine Schriftstellerin, brotlos, es bringt nichts, ist Scheitern. Ist das etwas, was Sie gehört haben, Sie beide? Ich wollte das mal wissen. Ich wollte meinen eigenen Fehler machen dürfen. Das heißt, wenn du mir sagst, mach das nicht, ich gehe und mache das an der nächsten Ecke vielleicht. Also wenn du mein Bruder wärst, ja, zum Beispiel, ja, oder mein Onkel. Ja. Ich glaube, wo ich wirklich gescheitert bin, das ist der Journalismus. Also das war wirklich eine Katastrophe, diese ein paar Jahre, wo ich als Journalistin gearbeitet habe. Und Gott sei Dank bin ich raus aus diesem Beruf, weil entweder der oder ich. Das war klar, dass ich da sterbe in dieser Maschinerie. Das ist eine Maschinerie gewesen. Dieses Fernseher, also das war Fernsehjournalismus, investigativer Journalismus, gleich nach der Orangenrevolution. Und das waren die Zeiten, wo die Journalisten noch vieles durften. Nachher ist dann doch Janukowitsch gekommen und da war ich auch weg aus der Ukraine. Und all diese verlogenen Politiker, mit denen ich immer zu tun hatte, das war wirklich Katastrophe. Und ich musste ein Interview mit einem machen. Meine Aufgabe war nur zu sagen, wer dieser Mensch ist. Und ich habe das vergessen. Und diese Lampe blinkte und ich konnte kein Wort sagen. Und das ist schön. Das war schrecklich. Das war wirklich das erste Mal, da war ich wirklich, ich war rot. Ich war gelähmt. Ich konnte nichts machen. Ich wusste, dass es irgendwelche hunderte, tausende Menschen mich in dem Moment anstarren. Sag bitte was, sag. Und dann habe ich gesagt, bitte stellen Sie sich vor. Ja, das war wirklich eine Katastrophe. Das Problem beim Scheitern ist ja, also es gibt jetzt radikale Reformen, vielleicht Lipinski und weniger radikale, oder dann im Fernsehen oder so. Das Problem ist ja, man muss es irgendwie aushalten. Das Scheitern? Ja. Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe die Gedichte geschrieben, als ich 6 Jahre alt war. Die Beste war ich in der Schule, an der Universität war ich die Beste. Immer wieder mit großen Scheitern, das war klar. Aber dann, irgendwann kommt dieses Verstehen, dass es eigentlich alles sinnlos war. Und irgendwann brechen diese alle Illusionen auch über sich selbst zusammen. Meine Illusionen waren zerbrochen, auch die Wahrnehmung mich selbst, meines Berufes und was ich mache in dieser Welt. Das habe ich hinter mir und wenn man das weiter, und dann war Pandemie, das große Scheitern unserer Medizin und alles Mögliche in unserer Welt und wie wir das alles uns vorgestellt haben. Und dann kam auch 24. Februar. 22, so eine neue Katastrophe. Gott sei Dank habe ich meine private Katastrophe schon hinter mir, ansonsten würde ich auch an dem Tag sterben. Es ist irgendwie eine Hoffnung auch gescheitert, dass man mit normalen Mitteln, weißt du, dort hätte zu einer Lösung kommen können. Aber das ist jetzt von außen gesagt, ich würde mir nicht anmaßen und möchte es deswegen auch vermeiden, jetzt hier irgendwelche Positionen rauszuschieben aus der Distanz, wenn man das Land nicht kennt, die Menschen, sie haben beide, ich glaube, ihre Großmutter, ihre Mutter ist dort, ihre Verwandten sind auch dort, die Familie noch. Aber ich glaube, hier scheitern nicht wir, sondern die Welt ist gescheitert. Mhm. Es geht um die Welt. Ja, dass etwas mit der Welt nicht stimmte. Also ich habe nichts dafür, dass der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Nein. Und das war eben, wir die Gescheiterten, mussten jetzt mit der Welt, die auch gescheitert ist, irgendwie verhandeln. Ja. Aber es ist das wiederholte Scheitern. Wenn man die Geschichte dieses Landes, der Ukraine, anschaut, das ist ja verrückt. Weißt du, das ist ja wirklich das, was Timothy Snyder in diesem Bloodland, das sind ja genau eigentlich diese Regionen beschreibt. Das ist dieses immer wieder, und darum habe ich eigentlich von Hoffnung geredet, weil man gedacht, es kann doch nicht sein, dass sich diese Scheiße wiederholt.
Von Ihnen beiden habe ich in den letzten Monaten gelesen und auch gehört, dass sozusagen der Krieg das Schreiben oder vor allem das Erzählen von Geschichten, grundsätzlich vorerst unmöglich macht. Ist das der Befund eines eigenen Scheiterns an der Situation oder einer Notwendigkeit, sich sozusagen neu auszurichten? Sie haben damals gesagt, oder in einem Interview, Frau Gabonenko, das Schreiben sei jetzt obszön. Oder es käme jetzt, Ihnen obszön. Jetzt, ja. Das war ganz am Anfang, aber jetzt inzwischen habe ich viele Posts geschrieben. Ich halte sie nicht für literarisch hochwertig. Es ist nicht die Art Literatur, die mein Herz wärmt. Aber ich muss es einfach loswerden. Ich glaube, es ist wichtig, nicht aufzuhören und seinem Handwerk treu zu bleiben, auch in dieser schwierigen Zeit. Und vor allem zu dokumentieren, was ich empfunden habe an dem und dem Tag, wo ich gestanden bin, an dem und dem Tag. Ich will niemanden bevormunden, aber wenn jemand das Bedürfnis hat, ein Gedicht zu schreiben oder ein Lied zu komponieren oder ein Bild zu malen, mitten im Krieg in der Ukraine, ich habe inzwischen Verständnis dafür. Das war einfach im Eifer des Gefechts so gesagt worden von mir. Ich weiß gar nicht wo. Ich könnte kein Gedicht schreiben. Ich könnte an meinem Romanprojekt nicht weiterarbeiten momentan. Kann ich mir nicht vorstellen. Aus einem bestimmten Grund. Weil die Geschichte, die ich schreiben wollte, eine Dystopie war. Und es war die Geschichte eines despotischen, surrealen Russland. Das heißt, die Geschichte, die sie jetzt abspielt, hat mir einen Streich gespielt. Ich kann jetzt nicht mehr ernsthaft über das schreiben, was wirklich unsere Wirklichkeit ist. Das ist mein Drama. Also der Rahmen wäre noch zu gebrauchen, aber der Inhalt verändert sich durchgehend, mit mir auch. Also ich warte einfach. Also ich sitze auf diesem Zug. Und diese Landschaft rast an mir vorbei und ich hoffe, irgendwann bleibt das irgendwann alles stehen, entweder die Landschaft oder der Zug. Und ich darf aussteigen, verschnaufen, dann mich sammeln. Und das ist die Hoffnung unter dem Herzen, die so eine Art Orden ist. Oh, oder? So wurde es gemeint. Mhm. Die Auszeichnung. Ja, die Auszeichnung. Sie haben auch gesagt, es sei fast unmöglich zu schreiben. Die Metapher ist tot. Und das Erzählen ist tot. Weil ich überlegt habe, also schreiben tue ich schon. Ich schreibe immer noch Texte für die Medien über den Krieg oder über die Situation oder über die Kulturvermittlung in Zeiten des Krieges. Aber wie kann man erzählen in dieser Zeit? Und worüber kann man erzählen? Über den Tod? Über die Vergewaltigung? Über das Überleben? Über was? Wie soll man jetzt eine Geschichte schreiben? Und alles andere interessiert mich im Moment nicht. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch einen Sinn gibt, über etwas anderes in dem Moment zu schreiben, als deine Welt vor Abgrund steht. Nein, das ist im Moment ist das nicht mehr wichtig für mich. Es ist wichtig, den Moment zu verstehen, vielleicht doch, zu analysieren, mit den Wörtern zu fassen. Das wäre interessant. Wer das wirklich kann, das ist Timothy Snyder. Er wurde schon erwähnt und er schreibt jetzt im Moment Texte, die enorm aktuell sind. Also er setzt wirklich den Finger in die Wunde. In diesem gleichen Moment ist er sehr präsent, sehr da. Und für mich ist es so manchmal, dass ich mehrere Tage einfach irgendwo ausfalle aus dieser Realität, weil diese Realität so enorm schrecklich ist und ich kann das nicht aushalten. Und daher muss ich irgendwie wegschleichen mit meinen Gedanken, irgendwie gelähmt bin ich. Ich denke nichts, ich bin nur so, etwas essen muss man, dann steige ich in den Zug, dann fahre ich irgendwo hin, dann mache ich eine Lesung oder spreche. Also sehr, sehr wie ein Roboter. Ja? Aber wirklich wach zu bleiben in dem Moment und schauen, eben dokumentieren, wie du das schöne Wort gesagt hast, das ist vielleicht doch wichtig. Erzählerische, metaphorische, das ist für mich im Moment nicht aktuell. Ein Roman zu schreiben, da muss man schon an die Zukunft glauben. Und da, mit diesem Glauben habe ich Probleme. Die Frage ist, muss man das als
Scheitern sehen, oder gibt es ja womöglich auch ein Erzählen, das mit dem Scheitern operiert, also sagen wir mit dem Bruchstück, mit dem Dokument, mit der Dokumentation, mit dem Einsprengsel und mit dem Zerrissenen und stellt nur die bisherigen Perspektiven auf das Erzählen in Frage und ordnet es neu an. Also wohin das führt alles, habe ich keine Ahnung. Am Anfang des Krieges dachte ich, dass ich nicht mehr schreiben werde, dass etwas so zusammengebrochen ist in mir, dass wirklich der Sinn von allem, wenn so ein Krieg sein kann in dieser Welt noch, ja, und so brutal, so altmodisch mit diesen Panzern, mit diesen blöden Soldaten, mit diesen Raketen, wenn das so noch möglich ist, dann will ich in dieser Welt nicht sein. Also nicht sein, nicht schreiben. Ich will diese Welt nicht beschreiben. Ich war so zerrissen von den Emotionen und vom Wut. Und also vom, ja. Und da, aus diesem Text, das Sie jetzt zitiert haben, das war ursprünglich mit dem Titel »Wie man über die Unmöglichkeit des Schreibens schreiben kann«. Ich wurde eigentlich gezwungen, diesen Text zu schreiben, von einer Journalistin, die wirklich mir keine Ruhe gegeben hat. Und sie hat gesagt, ihr müsst schreiben, also sie müssen schreiben, das ist ihr Job, macht ihr euren Job einfach. Und dann dachte ich mir, okay, und so ist das irgendwie immer um das Thema, ja, wie man schreibt über das, was nicht beschreibbar ist. Ja. Zuerst dachte ich schreibe so einen Text mit dem Titel, wie man schön über den Tod schreiben kann. Ja, und wie kann man das anderes? Ja? Obwohl die Literatur ist immer über die Liebe und über den Tod. Das sind die zwei Sachen, die uns am meisten, eigentlich alle Geschichten sind irgendwie entweder oder beides, wie Romeo und Julieta. Also über diesen Tod, der so nah ist, kann deine Freunde betreffen, deine Eltern, deine allen. Ja? Das darüber zu schreiben in diesem Moment, das ist ja, wie ich weiß es nicht, wie einen, der überlebte Holocaust jetzt, zu sagen, warum, also schreibst du jetzt im Moment über was? Über das Vernichten seiner Welt, das ist eben... Vor allem ist man noch im Schock, man ist immer noch im Schock, obwohl es 3 Monate vergangen sind. Okay, wir haben uns ein bisschen angepasst vielleicht, aber im Prinzip ist es immer noch Schock. Ich finde, es ist wichtig, den Verlust betrauern zu können und zu dürfen. Und diese Zeit, ich muss sagen, ich genieße sie sogar, trotz meines Schmerzens. Und ich genieße die Möglichkeit, gleichzeitig traurig, zuversichtlich, stolz, erläutert zu sein. Und es ist so eine einmalige Chance in meinem Leben. Ich hatte diese Fülle an Emotionen noch nie auf so eine Art und Weise empfunden. Ich weiß, ich bin gerade dabei, diese Zäsur überhaupt zu akzeptieren, den Verlust zu betrauern, und ich weiß, ich werde natürlich weiter Romane schreiben, aber momentan bin ich noch am Beobachten und am Trauern, wie gesagt. Das ist ja, es ist noch nicht abgeschlossen, aber dass ich Abschied genommen habe von meiner Illusion, von der Welt, von einem Zusammenleben, von einem guten Nachbarn, das ist also auch mein persönliches Unglück, dass ich es erfahren musste in diesem Leben. Aber einerseits ist auch klingt brutal, aber es ist ein Glück, weil es ist nicht jedem gegeben, zwischen den Zeiten zu leben oder sterben zu dürfen. Den Toten bringt das nichts, aber den Lebenden bringt es auf jeden Fall eine Erfahrung und eine Perspektive. Und da wir noch da sind und noch leben, können wir an diese Zukunft, die noch nicht abzusehen ist, schon gedanklich rumbasteln. Es fühlt sich für mich obszön an, sich überhaupt Gedanken zu machen, wie kann diese Welt von morgen aussehen. Ich meine, bei uns wird gekämpft, bei uns wird geschossen, bei uns sterben Menschen. Also ich will mich damit auch nicht beschäftigen, die Zukunftsforscherprognosen und wie wir wollen zusammenleben mit Russland. Mir ist es völlig egal, wie wir zusammenleben werden. Das ist nicht das, worüber ich nachdenke momentan. Ich denke an meine Landsleute, was sie jetzt durchmachen und
also warum das so gekommen ist, aber wie die Zukunft mit Russland aussehen soll, das ist das Allerletzte, was mich interessiert, ehrlich gesagt. Das fand ich interessant, dass Sie das in dem Sinne auch nicht interessiert, weil es geht nicht um Verhandlungen jetzt und man kann auch gar nicht verhandeln. Immer kommt das Wort irgendwie verhandeln oder so, aber es gibt nichts zu verhandeln. Es ist ja von dem her, einerseits ist es etwas, dass man, wo man drauf hinschauen kann, aber nicht in dem Sinne mit Appeasement-Politik oder einer Hoffnung oder Glauben, dass irgendetwas zu verhandeln es gäbe. Worüber will man mit einem Mörder reden, mit einem Gaddafi im Grunde genommen? Was ist überhaupt der Sinn dieser Verhandlungen? Diplomatische Fäden noch irgendwie in der Hand zu halten, also die sollte man jetzt schon freiwillig abschneiden langsam, weil das ist ja eine Diktatur und das ist eine Regierung, die befohlen hat, die Ukraine auszulöschen. Das muss jetzt jedem langsam klar geworden sein. Wir sind wie so eine aussterbende Art schon halb im Museum gelandet. Also man soll einfach schauen, dass man die Ukraine so weit wie möglich unterstützt mit allen Mitteln und dann die Verhandlungen als Letztes denkt. Ein Frieden verhandeln, dass er kapituliert. Gerne, ich komme auch gerne dazu und mache ein Foto oder so verhandeln, dass Russland kapituliert. Das ist die einzige Art von Verhandlungen, die ich mir vorstellen kann. Aber so, ja, nicht provozieren. Also ich habe es so oft gehört, ich verstehe nicht, warum man es nach Butscha immer noch sagt, nicht provozieren. Wie weit soll er noch gehen? Soll er uns alle vergasen? Soll er irgendwie gezielt mit diesen strategischen Nuklearwaffen die Hauptstadt angreifen? Was erwartet man im Westen von diesen Verhandlungen? Das ist mir schleierhaft. Vielleicht ist es einfach die Hoffnung, dass er doch nicht so böse ist, dieser Putin und dieses Russland. So eine naive Hoffnung, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, auch wenn der Krieg dann ein Wunder passiert und ist zu Ende. Wir werden uns mit diesem Krieg noch Jahrzehnte beschäftigen. Was das für das Land bedeutet, wenn das Land überlebt, es ist nicht so, wir können das nicht einmal prognostizieren im Moment. Und ich glaube, im Westen, wenn man darüber spricht, jetzt verhandeln, kapitulieren und so weiter, das bedeutet sehr viel, das spricht über den Westen, nicht über die Ukraine. Viel mehr über den Westen spricht das. Es gibt hier viel Angst natürlich. Viel Angst vor Zukunft, vor Atomweltkrieg, ich weiß es nicht, vor all dem, vor Russland. Man spricht aber hier nicht über die Angst, man versucht das zu intellektualisieren. Und dann entstehen diese Gespräche über Pazifismus, über das Ganze. Ja. Man versucht hier, sich zu verstecken hinter solchen schönen intellektuellen Konstrukten. Überhaupt im deutschsprachigen Raum ist das eine lange Tradition, sich so schön zu formulieren, diese ganze, also auch Philosophie ist enorm, also eine lange Tradition der deutschen Philosophie und so weiter. Und das liegt noch. Ich bin keine Philosophin, ich bin auch keine Intellektuelle überhaupt. Es ist nur mein Versuch, das zu verstehen, was passiert. Wieso österreichische Schriftsteller dann schreiben, am Anfang des Krieges, es ist besser, sich aufzugeben, als tot zu sein. Ohne zu verstehen, dass das für die Ukraine das Gleiche bedeutet. Sowieso, auch wenn sie sich aufgeben, werden sie tot sein. Nur in einer anderen Art und Weise. Und vielleicht erfährt man darüber nicht. Vielleicht erfährt man über diese alle KZs und Massengräber erst in 20 Jahren. Es ist noch sehr viel Angst und diese Angst muss man überwinden auch hier. In der Ukraine hat man das schon. Ich glaube, ich selbst auch hat. Also was ist diese Angst? Das ist Angst vor dem Tod eigentlich. Das ist Todesangst. Man lebt hier im Westen, als wäre der Tod überhaupt nicht da. Als würde man ewig leben. Wir haben jetzt gerade bei Corona bemerkt, dass wir alle sterben werden. Ja, dass wir sowieso alle sterben. Aber ja, diese Ängste vor dem Tod treiben uns eben in so einen. Ja, dass wir nicht bereit sind zu kämpfen. Man muss über alle Möglichkeiten jetzt sprechen und nicht nur über Boykott der großen russischen Kultur und solche Blablabla, die nichts bedeuten. Man soll diese Sachen besprechen, ja? Aber man spricht darüber nicht, weil man Angst hat. Ja? Oder man spricht sozusagen in zu großen
mit Ilse Eichinger gesprochen in zu großen Wörtern. Er verwendet die großen Begriffe, um sich dahinter mit der eigenen Angst zu verstecken. Genau, obwohl das alles sehr einfach ist. Und mit meinem Deutsch, mit meinem mangelnden Deutsch kann man das auch erklären. Es heißt immer wieder, dann, wenn der Westen nämlich seine großen Begriffe ins Treffen führt, dann heißt es sehr gern, die Ukraine verteidigt jetzt die westlichen Werte. Das klingt ja auf den ersten Blick sehr schön. Auf den zweiten Blick stelle ich mir zum Beispiel eigentlich, je öfter ich diese Sätze von mir habe, die Frage, ist es nicht überhaupt so, dass sozusagen angesichts der Situation und der Konstellation die Werte des Westens im Westen, gerade aufgrund der Tatsache, wie man sich verhält, zerschellen? Also ich glaube, es geht darum, ob der Westen vielleicht nicht an seinen eigenen Werten zerbricht. Es ist ein Zerschellen an den eigenen Werten, denen man nicht gewachsen ist oder sein möchte, weil es doch so anstrengend ist, die alle zu leben. Und daher kommt dann dieses Gerede von die Ukraine verteidigt unsere Werte. Hoffentlich schafft sie es, die erfolgreich weiter zu verteidigen und aus den Augen, aus dem Sinn, aber ich möchte nicht richtig zuschauen, weil es tut weh. Das heißt, die Bereitschaft, sich zu empören, so wie ich mich zum Beispiel empöre, ich habe sie noch nicht gespürt im Westen, also im Kollektiv, wenn es sowas gibt wie den kollektiven Westen und diese wenigen österreichischen Kollegen, die ich nicht erwähnen möchte, die der Ukraine empfehlen, sich zu ergeben. Ich habe mich auch gefragt, woher kommt, mich interessiert das als Mensch, woher kommt diese Denkkultur? Ich versuche es immer so ein bisschen klein zu sehen und mich auf den Menschen zu fokussieren. Nicht auf das Land, sondern mir vorzustellen, wie ist dieses Kind aufgewachsen? Was hat er für Eltern gehabt? Was hat er für einen Vater gehabt? Was wurde ihm damals gesagt? Wie hat er versucht zu rebellieren? Vielleicht wurde es einfach verwehrt. Und dieser Zorn, sich nicht artikulieren zu dürfen, das ist im Grunde genommen die Angst und der Zwang, Verhandlungen, Kompromisse zu suchen, zu verhandeln, bloß nicht zu laut zu werden, weil dann scheppert es richtig, weil der Vater kommt dann mit dem Besen. Und das ist diese, ich glaube, das ist einfach zu erklären, es ist menschlich, sehr menschlich. Einfach die Angst, dass der große, übermächtige Vater es doch ernst gemeint hat und dann lieber gar nicht laut werden. Aber da die Ukraine mittendrin ist und unmittelbar bedroht wird, es ist kein hypothetischer starker Vater, das ist ein Psychopath vor der Tür, der mit der Axt steht und versucht dir den Schädel einzuschlagen. Du bist da und du reagierst. Das heißt, du hast keine Zeit, dir zu überlegen, vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht ist er irgendwie einfach betrunken und ich kann ihn überreden. Und dann bringe ich ihn einfach ins Bett, morgen sieht die Welt anders aus. Dafür hat die Ukraine keine Zeit und ist einfach nicht in der Lage. Man sucht sich seine Wirklichkeit nicht bei Amazon aus. Das ist, die wird einem einfach in den Rachen geschoben. Sorry, dass ich so formuliere. Wenn man Pech hat, schmeckt sie bitter. Aber man muss sie verdauen, man muss Zähne haben, man muss sie zerbeißen und verdauen und dann ist man entweder tot, vergiftet oder man ist stark und man ist gewachsen und man ist ein Riese. Und ich hoffe, wir werden zu Riesen, wenn wir dieses Kränkliche, dieses kränkelnde, total übergeschnappte Russland einfach niederschlagen, einfach vertreiben aus unserem Land. Das fühlt sich natürlich, das fühlt sich einfach natürlich an. Also wenn ich mich verletze und einen Dorn in meinem Finger habe, die natürlichste Reaktion des Körpers ist, dass der Körper versucht, diesen Dorn irgendwie auszustoßen. Bei dir sind Metaphern noch nicht tot. Ist noch nicht tot, aber ich... Du kannst das noch sehr gut. Ich sehe das so, dass die Ukraine ein gesunder Körper ist, ein zorniger, starker, blutender Körper, aber wir sind stark, wir sind besser. Also ich will weder Birnen noch Äpfel vergleichen, aber wir sind einfach besser, weil wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Es ist einfach eine Frechheit und eine Unverschämtheit, ein Land zu überfallen
vor allem diese monatelange Lüge, die wir uns alle angehört haben. Wir waren ja alle vorbereitet, du auch. Wir haben ja monatelang alles verfolgt, wir haben gesehen, die haben sich schon im Mai oder im April haben sie aufgebaut an der Grenze. Da wurde mir schon klar, es ist nicht schön, es ist irgendwie keine richtige Übung, das sieht blöd aus. Also 8 Jahre Krieg, das war auch schon eine Vorbereitung auf die Fortsetzung. Aber diese Zeit vor dem... Ja, vielleicht war das doch nicht so. Also ich meine, hybride Krieg 2014, ich glaube, dass dieser Krieg ist gescheitert. Deswegen mussten dann andere Mittel eingesetzt werden. Also deswegen musste diese große Gewalt jetzt kommen, weil eben der hybride Krieg nicht funktioniert hat. Nicht in der Form, wie sich Kreml das vorgestellt hat. Und nur deshalb, weil das Land ist vollkommen verloren, war vollkommen verloren für Russland. Und es war nur mit diesem Mittel möglich noch. Und wir sehen jetzt, es ist nur eine Eroberung der Gebiete. Sie brauchen nicht einmal die Bevölkerung dort, weil die Bevölkerung entweder flieht oder wird getötet. Und sie brauchen nur dieses Land, also Stücke, dieses zerstörtes Land. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Bitte. Nein. Sprich. Sprich, das können wir noch. Aber wir waren jetzt beim Westen, glaube ich, dass da in Frage war. Ich glaube, dass der Westen sehr wohl hat, viel zu verteidigen. Also es gibt doch Werte. Also man kann auch nicht alles in einen Topf jetzt wegwerfen und sagen, dass wir das alles so zerschellt ist und hier im Westen. Nein, doch, es ist sehr schön hier zu leben. Ich fühle mich sehr frei, hier zu leben. Also vor 11 Jahren bin ich gekommen und es war wirklich ein angenehmes Gefühl, an einem Polizisten vorbeizugehen, ohne Angst zu haben. Es ist vieles hier, wofür man bereit sein sollte, das zu verteidigen. Diese Freiheit, diese Grenzlosigkeit, also dass es keine Grenzen gibt mehr, also das ist schon etwas. Das Einzige, was der Westen nicht versteht, dass es deswegen so gut hier, weil irgendwo in der Welt nicht so gut ist. Dass das ist, diese Zusammenhänge versteht man hier nicht. Und dieser Krieg ist auch eine Folge von diesem schönen Leben hier. Und dann muss man, um das endlich zu stoppen, muss man die Verantwortung einfach nehmen und bereit sein, Opfer zu bringen. Diese Opfer, wenn wir schon so weit sind, wenn so ein brutaler Krieg mitten in Europa herrscht, muss man große Opfer bringen. Man muss handeln. Man muss diese Verantwortung einfach verstehen. Ja. Weil Westen hat auch vieles zu verteidigen. Ja. Aber wie meine andere Kollegin geschrieben hat, in der Taz, glaube ich, vor kurzem, irgendwie alles ist teurer hier als das Leben der Ukrainer. Dieser Satz ist brutal traurig, weil das stimmt. Man spricht über, also Ölembargo haben sie doch schon gemacht, ich weiß nicht, irgendwie in einer gekürzten Form. Aber irgendwie alles ist teuer. Die sprechen, die behandeln und in dem Moment pro Tag Hunderte in der Ukraine sterben, allein Soldaten, ja, was man so denkt, also in dem Moment. Womöglich steuert ja dieses Nicht-Aussprechen von dem, was notwendig sein wird. Die Tatsache, dass man genug Opfer eingehen wird müssen, also noch viel mehr als bislang. Und dass man das als Notwendigkeit erachtet. Manchmal habe ich das den Verdacht, aber das ist wirklich schlimm, sowas zu denken, dass hier im Westen, dass man versucht, einfach wieder das Gleiche machen, wie es 1945 war. Dass wir machen eine Grenze, okay, wir geben diesem hungrigen Monster das, was er will, und da haben wir dann hier Ruhe, ja, für einige Jahrzehnte bis und dann vielleicht stirbt Putin und vielleicht stirbt sein Nachfolger und so weiter und so fort. Das ist gemein und so wird sicher auch besprochen, da bin ich sicher, dass man versucht zu verhandeln, okay, wir geben einen Teil. Ich habe das Gefühl als große Militärexpertin hier, jetzt im Moment ist Russland sehr geschwächt, weil vieles, was in der Ukraine passierte, ist misslungen. Und man will in Russland keine Auseinandersetzung mit NATO. Man sieht das. Also sie sind nicht vorbereitet. Sie haben auch das nicht geplant, dass sowas passiert. Gibt es eine Chance, die noch 1989 bestanden hätte, weil Sie von Mauern reden und von Abschottungen, die wir ja übrigens gegen andere Kontinente schon machen? Europa, in Afrika und so.
Aber hätte es eine, weil dort eigentlich quasi die Mauern gefallen sind, der sogenannte eiserne Vorhang, hätte da eine historische Chance bestanden, dass es anders, das ist jetzt hypothetisch, dass es anders hätte kommen können, als es gekommen ist? Oder ist es eine Illusion? Ja, also ich spüre es einfach ganz deutlich. Die Sowjetunion ist nicht tot. Sie ist gerade dabei zu evolutionieren. Und man weiß nicht, ob das neue Russland nach Putin nicht schlimmer und schrecklicher sein wird, als das, was wir erleben. Ich habe als Kind die Seiten der Sowjetunion erlebt, die man heutzutage unter älteren Menschen als nostalgische, schöne Seiten der alten Zeit empfindet. Ich habe sie erlebt. Ich kann nicht sagen, dass mich diese Zeit irgendwie geprägt hat, dass sie gut für mich war. Aber ich weiß, sie war für Erwachsene alles andere als gut. Die fehlende Freiheit und die Unmöglichkeit zu reisen, die Welt zu sehen, sich zu behaupten, im Wettbewerb zu stehen, sich auszutauschen, also das, was uns selbstständig erscheint, das ist alles andere als gut. Also wir erleben es gerade, was in Russland passieren kann, wenn sie sich wirklich abschotten. Das ist wirklich Nordkorea 2.0, vielleicht sogar nur noch krasser. Aber das ist nicht unser Bier, weil wir sind kein Russland. Ich kann nur beten und hoffen, dass unsere Streitkräfte diese Gebiete nicht überlassen und dass sie auf jeden Fall das, was jetzt unter russischer Besatzung steht, dass das zurückerobert wird, dass das Land intakt bleibt und dass wir vor allem keine faulen Kompromisse eingehen. Weil ich möchte nicht mit meinem ukrainischen Pass, den ich immer noch habe, mein Leben irgendwo im Westen verbringen und nicht mehr nach Hause fahren dürfen. Also das, Übrigens, das ist die größte Angst von mir jetzt. Ich habe das plötzlich verstanden, dass ich habe mir vorgestellt, dass die Ukraine jetzt ein Teil Russland ist und wo ich nie dann einreisen dürfte. Und diese Angst hat mich praktisch gelähmt, dass ich, obwohl ich auch nicht so oft bei den Eltern bin, du wirst das nie mehr machen können oder bis diese Mauer wieder steht. Ja? Und das ist wirklich eine große Angst. Das, ja, ist das war eigentlich bei mir der erste Angst, Gedanke am 24. Februar. Und da kann man sehr gut vorstellen, wie es den Menschen früher ging. Sehr gut. Ja, wenn diese anderen Mauern dann entstanden sind, wo man dann nicht mehr reinfahren durfte, das ist Wahnsinn. Aber noch zu deiner Frage, weil die Frage ist sehr interessant, ob es anders gehen könnte seit dem Mauerfall. Ich glaube, dass es nicht möglich war. Und ich bedauere das sehr, dass auch ich und meine Landsleute etwas naiv waren und nicht das vorher verstanden haben, dass irgendwann kommt es sicher zu einem Krieg. Entweder werden wir verschluckt von dem östlichen Imperium oder wir kämpfen für die Freiheit. Und dass diese Freiheit, dass diese europäische Ukraine kann ja nur in Europa existieren. Das heißt, sie würde dann aufgesogen oder quasi? Ja, so wie, ja, natürlich, einfach entstellt oder als Satellit Russland in der Form, als das früher war, vor 2004. Ich glaube, dann erst begonnen. Also die Gesellschaft hat begonnen zu kämpfen. 2004, die Orangenrevolution, dann zweite Stufe 2014. Da wurde vieles erkämpft und eigentlich war die Zivilgesellschaft entstanden. Ja? Aber jetzt bei diesem Krieg spielt der Zweite Weltkrieg auch eine große Rolle. Okay. In der Form von Propaganda, in der Form von Manipulieren. Und die Rhetorik vom russischen Präsidenten ist immer noch das gleiche, also die gleiche. Immer noch dieser Zweite Weltkrieg. Total geprägt. Hier, ja, als würde nichts anderes wirklich wichtig für diese Menschen. Ist das schon 20 Jahre, dass Putin an der Macht ist? Das war nur so immer Manipulieren, Blenden des Westens. Also immer so. Ja, hier annektieren wir die Krim und dann kommt Herr Putin nach Wien und wird hier in einigen Monaten schon hofiert in Wien. Ich habe damals auch so wenig verstanden. Es war in mir alles, wie kann das sein? Ja, die Krim ist
jetzt annektiert und in Donbass ist solche, also weiß man nicht, was passiert und hier kommt er und man hat ihm die Hand geschüttelt und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Aufgabe hat hier die Literatur? Also jetzt nicht das große Erzählen und nicht die schöne Metapher und nicht der geglückte runde Roman, sondern die Literatur in all ihren anderen Funktionen. Ja. Wenn es darum geht, möglichst diese großen Wörter wieder zu zerlegen. Liegt dort nicht womöglich das große Feld, das jetzt bestellt werden muss? Das ist schon passiert. Also die Ukrainer haben es erkannt, medial diese Sprache, die russische Seele berührt, diese Narrative entnazifizieren, die ukrainischen Nazis, Banderovci und so weiter, und haben angefangen dagegen zu steuern, indem sie ähnlich starke Begriffe aus dieser manipulativen Ecke angeboten haben. Und das ist vielleicht die Aufgabe der Literatur in den Zeiten des Krieges, dass man genau mit diesen Waffen weiterkämpft. Also wenn er so aus dieser Ecke kommt, das ist einfach zu verstehen, was für Ausdrücke er benutzt, mit welchem Ziel. Und man kann diese Propagandamaschinerie einfach umkehren und genau die gleichen Bälle auf ihn werfen. Dass das, was sie uns antun, Faschismus ist. Das, was sie uns wegnehmen wollen, ist eigentlich unsere Würde und unsere physische Existenz und unsere historische Zugehörigkeit, dass wir sie vielleicht noch zu definieren haben, weil wir dauernd gestört wurden im Laufe unserer Geschichte. Das ist aber unsere Angelegenheit und das werden wir wunderbar meistern. Ich bin gerne dabei, mitzumachen als russischsprachige Odessitin. Wenn der Krieg vorbei ist, werde ich mit Freude solche Gebiete für mich entdecken. Identität, Sprache, ich werde Ukrainisch lernen, ich werde alles nachholen, was auf der Strecke geblieben ist bei mir. Also ich bin immer im Zweifel, ob es sozusagen wirklich funktioniert, große und vor allem zu große Begriffe mit Ähnlichem zurückzuspielen. Also mich schreckt es jedes Mal, und das war bei mir schon der Fall, ich war damals 18, 19, 20, 21, 23, als es zum Beispiel zu Srebrenica Genozid hieß, weil ich die Geschichte zum Beispiel des Begriffs Genozids jetzt auch durchaus ein wenig kenne und der Begriff ausgeht natürlich von der industriellen Vernichtung eines ganzen Volkes. Ist Srebrenica als Genozid anerkannt, juristisch? Ja. Okay, na dann. Ja. Ja, aber ich glaube, dass der Begriff sehr genau beschrieben hat. Also es gibt ja Merkmale, die man dann danach entscheidet. Das ist eine juristische Sache. Ist es wirklich eine juristische Frage? Die stelle ich mir schon. Es ist natürlich auch eine philosophische, und es ist eine, die natürlich sie nach Auschwitz bemisst. Aber man neigt immer zu übertreiben. Sozusagen. Man neigt dazu, sehr schnell irgendwie die Realität zu erklären. Was passiert jetzt? Und wenn die Menschen nur aufgrund dessen, dass sie Ukrainer sind, dass sie ukrainische Pässe haben, werden getötet, natürlich sagt man dann, dass das ein Genozid ist. Das ist eine Ausroten der gewissen, also nach ethnischen Merkmalen, eine gewisse Gruppe von Menschen. Und wenn es 300 Menschen sind, ist das noch zu wenig für einen Genozid, oder was meinen Sie? Nein. Sollte dann Millionen sein, damit man dann sagen kann, mit ruhiger Seele. Beim Begriff Genozid ja nicht unbedingt um die Menge, sondern wenn man sich die anschaut, sozusagen vor den Nürnberger Prozessen, ist sehr gut überlegt worden, was heißt Verbrechen gegen die Menschlichkeit und was heißt tatsächlich Genozid. Und da ist die Menge, die das Traurigste und das Furchtbarste daran ist, ja nur ein Aspekt. Und da geht's also den Nürnberger Staatsanwälten, der Alliierten war schon sehr klar, man muss die Befehlskette lückenlos beweisen können, sonst verliert man womöglich diese Prozesse. Und daher kommt diese Definition her. Deswegen frage ich mich, ob sozusagen mitten im Geschehen nicht oft klüger wäre, und auch Aufgabe der Literatur, die Dinge, die man wirklich benennen kann, zu benennen und womöglich sogar so hinterhältig zu sein, noch differenzierter zu sein und deswegen zielsicherer. Das ist die Aufgabe der Literatur oder der Journalisten?
oder der Intellektuellen. Ich bin ausgegangen von der Aufgabe der Literatur. Weil als Literaten, also ich bin ja keine Literatin mehr, also in dem Sinn. Journalisten, die müssen intellektuell, natürlich müssen sie sehr genau die Wörter auswählen. Ja. Es ist auch, man muss auch verstehen, wie schwierig das ist in dem Moment. Wie viele Dinge jetzt die Rolle spielen. Sei es zum Beispiel westliche Intellektuellen. Sie sprechen jetzt auch aus ihrer Erfahrung heraus und aus ihrer Ausbildung, aus ihrer, was sie hier im Westen immer als Richtige verstanden haben. Wenn man über die ukrainischen Intellektuellen spricht, das ist was ganz anderes. Sie kommen aus anderen Traumata. Ja? Und diese Intellektuellen zum Beispiel fordern jetzt die ganze Zeit Culture Canceling, zum Beispiel Boykott der russischen Kultur und so weiter, weil Kultur wurde vom Imperium immer als Waffe eingesetzt. Und da versteht man zum Beispiel hier im Westen weniger. Und man spricht, naja, okay. Also man kann das schon verstehen, sie sind ja sehr emotional, sie werden jetzt, sie leben unter so großer Gefahr und sie sind praktisch physisch selbst im Krieg. Aber natürlich ist es ein bisschen lächerlich, wie kann man die große russische Kultur überhaupt boykottieren oder so weiter. Wir dürfen nicht so wie er sein. Das habe ich gestern übrigens gehört, diesen Satz. Wir dürfen nicht so werden wie Putin, weil dann sind wir wie er. Also so ungefähr absurd hat das auch geklungen. Und Intellektuelle haben eine große, sie stehen vor großen Herausforderungen. Ich bin keine Intellektuelle, das ist sehr wichtig zu betonen. Und man sieht auch die Verluste, sondern die Fallen, wohin die beide Seiten. Es gibt auch also in der Mitte gibt es auch mehrere noch, die alle fallen. Es ist schwierig für alle. Ja. Ich finde das aber extrem richtig und wichtig, wenn ein Intellektueller sich irrt, zum Beispiel. Das kann auch passieren. Dann kann man auch sagen, ich habe mich geirrt. Gescheitert. Genau. Aber sehr oft ist das vor allem hier, was ich sehe. Sie haben etwas Dummes gemacht oder gesagt und beharren drauf. Mhm. Ja, weil dieser Stolz, dieser narzisstische Stolz gibt ihnen nicht die Möglichkeit, einfach zuzugeben, es war mal nicht klug, sowas in dem Moment zu sagen. Wäre das jetzt sozusagen eigentlich zu definieren als eine Zeit, die man als Nulllinie oder Nullpunkt ansehen kann, in der es auch sehr viele Begriffe die in unserer Gewöhnung so richtig sind und so falsch neu justieren. Sie meinen jetzt wieder Genozid zum Beispiel, oder was? Ich glaube, bei dem Genozid... Auch Krieg. Krieg, was ist Krieg? Ja. Okay. Ja, damals hat man auch nicht verstanden, 2014, was ist das? Ja. Die Ukrainer haben geschrien überall, das ist ein Krieg. Okay. Und keiner hat hier irgendwie das verstanden, obwohl es, weil der hybride Krieg ist so. Ja, die neuen Kriege, die sind so geführt. Immer noch, also schlimmer noch, vorher sind die Kriege auch schon einen Krieg gegen die Ukraine geführt. Und es gibt schon interessante Analysen und Recherchen, wie das war im Bereich Wirtschaft, im Bereich Internet und all diesen Sachen. Also es war alle Mittel schon eingesetzt. Man hat das nicht verstanden, nicht gesehen, wie das funktioniert, aber der Krieg war schon längst da. Und wenn wir schon über Ingeborg Bachmann heute gesprochen haben, also über das Gedicht, sie hat dann einmal, und ich habe versucht, dieses Zitat zu finden, und konnte nicht, aber so aus dem Gedächtnis, sie hat einmal gesagt, dass dieser Krieg, das jetzt herrscht, mit Panzern, Raketen und Tod, das ist das Ende des Krieges eigentlich. Weil der richtige, der wahre Krieg ist vorher noch. Also, da sind wir wieder eben gescheitert, um diesen Krieg nicht zu erlauben, dass diese Panzer und Rakete tatsächlich stattfinden. Aber der Krieg, der Anfang des Krieges liegt in der Vergangenheit. Ja. Ziemlich weit zurück. Das ist definiert Karl Kraus zum Beispiel. Dort siehst du, wie sich's, und ich finde interessant, dass Sie sagen, von der hybriden Kriegführung. Weil die bedeutet ja genau, dass eben Frieden etwas anderes ist als die Abwesenheit von Krieg. Es kann in diesem Zusammenhang Frieden sein.
und trotzdem Krieg herrschen. Und ich denke, es ist eine interessante Frage, die wir uns natürlich jetzt zum Schluss, weil wir da schlussendlich auch scheitern wollen jetzt in dieser Veranstaltung, stellen können. Gibt es, sehen Sie denn keine Möglichkeit, würden es glaube ich alle von uns weisen, Superintellektuelle zu sein, aus diesen Denkgefängnissen herauszukommen? Da muss eben, wie Sie gesagt haben, nachher nicht drauf beharren. Es hat schon auch was zu tun mit einer Distanz, die man als Außenstehender zu sich selber nimmt. Aber jetzt im Moment haben wir diese Distanz nicht, das ist das. Aber ist es unmöglich, ich glaube, dass was Martin ein bisschen darauf angespielt hat, ist, ob es überhaupt möglich sein könnte, sie sprachlich mindestens einzunehmen. Abstand zu sich selbst zu gewinnen, zu der Zeit, in der man lebt, ich glaube, das geht mit Drogen. Das geht sehr gut sogar. Das geht sehr gut, aber das ist keine Literatur. Das ist Wahn und Psychose und Schönheit vielleicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich nehme an, dass das hilft, neben dich zu stehen und ein anderer Mensch zu sein vielleicht. Nein, ohne, oder es nochmal anders zu sagen, wenn man den Martin oder Ihren Wortwechsel, das ist, weil Sie haben ja gesagt, hey, man hält jetzt einfach dagegen, quasi, und das ist dann Gegenpropaganda. Ob man irgendeine, nämlich ich weiß es auch nicht, ob es irgendeine, nein, wahrscheinlich eben nicht. Möglichkeit. Wissen Sie sprachlich, nicht von der Sache her. Nicht, dass man sagt, es ist jetzt kein Krieg oder nicht so schlimm, sondern dass man es irgendwie eben über Sprache, aber da haben wir jetzt eigentlich viel ja davon geredet, scheiternd. Ja, indem man schreit vielleicht. Das ist auch Sprache. Aber ich sehe für mich persönlich keine Möglichkeit, über diesen Krieg und über diese Zeit anders zu schreiben oder überhaupt anders nachzudenken als aus der Empörung heraus, aus dem absoluten, totalen Zorn heraus. Und ich merke aber, ich werde milder. Das ist nicht mehr in dieser Wut vom Februar. Ich werde milder, trauriger auch, einfach traurig und muss mich zu vielem zwingen, so im Alltag. Vielleicht bin ich in ein Loch gefallen, weiß ich nicht, aber also mein Zorn ist nicht mehr meine antreibende Kraft. Es ist etwas anderes da, was mich so am Laufen hält. Vielleicht die Hoffnung. Die Hoffnung und ja, so ein Verständnis, mit wem ich alles eigentlich die ganze Zeit zu tun gehabt habe, in meiner Heimat, was wir für tolle Leute haben, was es für Menschen sind. So eine Dankbarkeit, dass ich es überhaupt erkennen durfte. In dieser traurigen, brutalen und unfairen Zeit. Das ja, ist, Dankbarkeit ja. ist eine schöne, ein schönes Wort. Ich bin auch sehr dankbar. Dankbar der Welt, dass meine Verwandten, meine Freunde alle noch am Leben sind. Und wenn sie, sobald sie noch am Leben sind, kann ich auch diese Kraft noch aus mir schöpfen und das alles machen, was ich ein bisschen mache, also obwohl ich immer wieder mit dieser totalen Hilflosigkeit kämpfen muss. Und, aber ich bin dankbar, alle leben noch, ich tue was. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn zum Beispiel einer nach dem anderen fangen sie zu sterben, was aus mir dann wirkt und wie ich das erleben werde, ich habe keine Ahnung. Oder radikalisiere ich mich in einer Form, dass ich selbst zu einem Monster werde oder verrückt werde oder depressiv so dermaßen, dass ich überhaupt keine Kraft mehr habe aufzustehen. Das kann auch alles passieren noch. Sie sprechen mit Opfern des Krieges, deshalb vielleicht ist das so schwierig für uns irgendwie jetzt über Distanz zu sprechen. So, es ist eigentlich unmöglich. Ich sehe mich als ein Opfer dieses Krieges, obwohl ich in Österreich oder in Deutschland in dem Moment bin. Aber ich bin ein Opfer. Genau so muss man es, habe ich am Anfang versucht zu sagen. Das ist mir auch völlig klar. Aber das macht natürlich vieles auch aus unserer Position schwierig. Weil du über Dinge redest, von denen eben keine Ahnung hast. In dem Sinne. Ja. In einem sehr, sehr tief innerlichen Sinne. Ja. Aber man kann hören. Drum ist ja Schreien immer noch besser als Verstummen. Und geschwiegen worden ist, glaube ich, genug. Das ist ja das Schlimmste, dass man plötzlich verstummt. Wenn man schreit hier, dann sagt man, sei nicht so hysterisch. Aber noch was Hilflosigkeit, es ist das, was aus uns auch der Krieg macht, dass wir einfach verstehen, dass wir überhaupt nichts machen können. Als einzelne Person bist du scheiterst vollkommen gegen diese Maschinerie der Gewalt, du bist niemand. Du kannst diesen Krieg nicht stoppen, egal was du schreibst, was du schreist, du bist niemand. Also du kannst nichts machen und diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht macht also schreckliche Dinge und
dann musst du wirklich dir jeden Tag sagen, allein das, was du machst, diesen kleinen Schritt, das ist schon ein Schritt, in den, also was du machen kannst gegen diesen Krieg. Allein, wenn du das schaffst, dass keiner um dich selbst kümmern muss, das ist schon auch gut genug. Ja? Wenn du das schaffst, dass keiner, weil dann hat diese andere Kraft, um anderen zu helfen. Es ist einfach so, diese Welt, auf einer Seite dieser blöde, schreckliche Krieg, auf der anderen Seite sind Menschen, die etwas machen können. Und sehr viele Menschen, die Hilfe brauchen. In dem Moment, hier im Westen, gibt es so viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und anstatt irgendwie zu intellektualisieren, zu beraten, man kann einfach Menschen helfen. Kleinigkeiten ist schon gut genug und dann endet das, diese Apokalypse irgendwann, da bin ich sicher. Man kann den Krieg als Einzelperson natürlich nicht stoppen, aber man kann spenden. Ich fühle mich dann wirklich besser, wenn ich an die Armee, an unsere Armee gespendet habe. Da habe ich das Gefühl, dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Ich weiß, das kommt an und das hilft jemandem. Und es ist wichtig, dass man sie denkt. Ich glaube an die Kraft des Gedanken, der Gedanken, und ich glaube, sie spüren das, einfach, dass die Ukraine hinter ihnen steht. Also diese Menschen, die da kämpfen, ich stelle sie mir einfach so als so ein Meer vor, so ein wogendes Meer. Und ich spüre einfach, ich weiß, es wird alles gut, aber es kann lange dauern. Nein, es wird nicht gut. Das wird nicht gut. Aber der Sinn der Sache ist im Kampf, also alles zu tun, also dagegen zu machen. Ja. Ja. Der Pest kann man nicht besiegen, aber allein der Prozess des Widerstands hat einen Sinn. Das stimmt.